Das Programm von Let's Talk Campus besteht ja aus drei großen Themenbereichen. Und einer dieser großen Themenbereiche ist Partizipation stärken. Und im nächsten Talk geht es genau um diese Idee. Also um eine Idee, die genau das macht. Um den Student as Partners Ansatz. Der ist vor allem im englischsprachigen Raum schon ein bisschen prominenter, aber auch bei uns ziehen die ersten Unis nach. Was genau hinter diesem Ansatz steckt und inwieweit der vielleicht auch auf die deutsche Hochschullandschaft übertragbar ist, das verrät uns jetzt Professor Dr. Nina Weimann-Sandig. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank. Ich sag doch kurz was. Ja, auch gerne. Genau, stell Sie noch kurz vor. Sie sind Professorin für empirische Sozialforschung und Soziologie an der Evangelischen Hochschule Dresden und hochschuldidaktische Beauftragte. Und Sie haben tatsächlich dort studiert, wo ich herkomme, und zwar in Erlangen-Nürnberg, Soziologie und politische Wissenschaften. Das ist schön, da komme ich nämlich auch her. Ach so, schön, dann hätten wir zusammenfangen können. Genau, wunderbar. Ja, hallo Berlin, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ich da bin und ich hoffe, ich habe ein spannendes Thema mitgebracht, schon angekündigt, der Students as Partners Ansatz. Und die Frage, ob er und wie er unser deutsches Hochschulsystem vielleicht auf den Kopf stellt und ob es vielleicht auch notwendig ist, dass wir das irgendwann mal auf den Kopf stellen müssen. Vorgestellt wurde ich schon, ich ergänze noch, ich bin hochschuldidaktische Beauftragte und seit 2021 leite ich das Projekt BEDIRA, das ist Beziehungsarbeit im digitalen Raum reflexiv gestalten, wird von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert. Als ich 2016 an die Hochschule nach Dresden berufen wurde, da war die Hochschule, na, ich würde es mal nett formulieren, schwach digitalisiert. Konkret formuliert, außer mir gab es noch einen Kollegen, der auch digitale Lehrerfahrung hatte und darin auch einen Mehrwert sah. Und genauso war es auch in Sachen Hochschuldidaktik. Und da knüpfe ich gleich an das, was meine VorrednerInnen auch gesagt haben. Für kleine Hochschulen ist es sehr viel schwerer, Strukturen aufzubauen, weil die Ressourcen einfach gar nicht vorhanden sind. Also kleine Hochschulen haben die Ressourcen nicht, um Stabsstellen für Hochschuldidaktik oder ganze Zentren für Hochschuldidaktik einzurichten. Und insofern ist dieses Projekt BEDIRA für uns tatsächlich ein Meilenstein für die Hochschulentwicklung. Als ich den Antrag geschrieben habe für BEDIRA, war mir aber auch klar, dass ich die Hochschullandschaft gerne möglichst stark auf den Kopf stellen würde und habe mich auf die Suche gemacht nach einem Personal- und Organisationsentwicklungskonzept, das Studierende anders mit einbezieht. Mag sein, dass es damit zu tun hat, dass ich eigentlich Organisationssoziologin bin, aber mir hat die studentische Beteiligung, die wir bis zu diesem Zeitpunkt hatten, einfach nicht gereicht. Ich habe mich auf die Suche gemacht und habe dieses Konzept in dem Students as Partners Ansatz gefunden. Völlig richtig gesagt aber, Students as Partners ist kein Konzept, das für die deutsche Hochschullandschaft konzipiert wurde, sondern kommt aus dem Angelsächsischen. Und das angelsächsische Hochschulsystem hat natürlich fundamentale Unterschiede zu unserem Hochschulsystem. Trotzdem habe ich gedacht, das könnte der richtige Ansatz sein. Und für all diejenigen, die jetzt mit Students as Partners vielleicht noch gar nicht so viel anfangen können, haben wir in unserem Team ein kleines Video konzipiert, das vielleicht dann auch im Chat ein bisschen Diskussionsstoff liefert. Wir haben da versucht, die Vision von Students as Partners nochmal zu beschreiben. Ihr werdet gleich im Video verschiedene Keys sehen, die sind in englischer Sprache. Die stammen aus dem originären Students as Partners Konzept und ihr findet deutsche Keys, deutsche Schlüsselindikatoren, die stammen aus dem, was wir schon erarbeitet haben für Students as Partners. Mehr sage ich erstmal nicht, sondern an die Regie, bitte Film ab. Thank you.
Ja, so viel zum ersten Eindruck von unserem Video. Danke auch für die, die klatschen wollten. Das freut, glaube ich, alle, die an dem Video mitgewirkt haben. Genau, das ist wunderschön. Ja, also man sieht tatsächlich, dieser Students as Partners Ansatz, wir haben es auf 2 Minuten runtergebrochen, ist ein voraussetzungsvoller Ansatz, der tatsächlich einiges auf den Kopf stellt, weil wir einfach von einem Perspektiv- und Rollenwechsel ausgehen müssen. Und ich gebe es zu, ich war ein bisschen naiv, als ich diesen Students as Partners Ansatz bei uns einführen wollte, weil ich dachte, kleine Hochschule, wir haben ungefähr 1000 Studierende und Hochschule mit sozialen, personenbezogenen Studiengängen müsste doch ein super Ausgangspunkt sein, um sowas einzuführen. Und ich bin relativ schnell gescheitert an doch fundamentaler Kritik an diesem Students as Partners Ansatz. Für mich war dieser Students as Partners Ansatz ein Ansatz, wie gesagt, für ein ganzheitliches Personal- und Organisationsentwicklungssystem, um die Hochschule zu erneuern. Es war aber auch ganz klar, wir brauchen, und das knüpft an, auch wieder an meine VorrednerInnen, Möglichkeitsräume. Wir müssen Möglichkeitsräume zulassen, und zwar auf den unterschiedlichsten Stufen von Hochschule. Also wir brauchen natürlich studentische Beteiligung und wir müssen auch mal ganz ehrlich sein, studentische Beteiligung kann nicht immer in Form von freiwilliger Beteiligung geleistet werden. Das ist ja eine Mehr zu glauben, dass sowas in der heutigen Zeit noch funktionieren kann. Also haben wir ein studentisches Think Tank gegründet, natürlich mit einer Entlohnung, aber auch mit einer Entlohnung, die sich auf der studentischen Hilfskraftebene bewegt. Und das ist eine Entlohnung, die aus meiner Sicht dem Anspruch nicht gerecht wird, den diese Studierenden eigentlich leisten. Wir sind hier aber natürlich auch wieder in den Zwängen der deutschen Hochschullandschaft. Wir sind auf die nächste Stufe gegangen und haben gesagt, wir müssen diesen Perspektivwechsel vornehmen, wir müssen Studierende viel mehr mit in die Entwicklung hineinnehmen und wir haben ein Testlabor gegründet. Das geht nämlich auch an nicht technischen Hochschulen. In unserem Testlabor leiten Studierende des Think Tanks dieses Testlabor. Ich habe später auch noch einen Ausschnitt mitgebracht von diesem Think Tank. Und hier geht es um den Austausch über digitale Tools, digitale Plattformen, digitale Werkzeuge, die man nutzen kann in der Lehre. Und wie gesagt, das wird organisiert und geleitet von diesem studentischen Think Tank. Wir sind noch einen Schritt weiter gegangen oder ich bin den gegangen und habe gesagt, wir müssten auch mal die Evaluierungskonzepte für Lehre überdenken. Die werden nämlich ganz gerne von Stabsstellen gemacht. Viel besser wäre es doch aber, wir würden Evaluierungen der Lehre zusammen mit Studierenden konzipieren, auswerten und auch analysieren, damit sich etwas ändert. Auf der Lehrebene, das ko-konstruktive Bildungsverständnis wurde im Video schon angesprochen, also zu reflektieren, wie können wir Ko-Konstruktivität denn herstellen in Vorlesungen und Seminaren. Auch dazu habe ich ein kleines Beispiel später mitgebracht. Und last but not least, die Personalentwicklung. Personalentwicklung nicht nur für Lehrende, sondern auch für Studierende im Hochschulbetrieb. Zum Beispiel ganz simpel zu gewährleisten, indem man im Studium Generale, das gibt es jetzt nicht an allen Hochschulen und Universitäten, bei uns sind das fächerübergreifende Angebote, in denen man Credit Points erwerben kann, die tatsächlich dann von Studierende für Studierende konzipiert werden und wo es aber dann natürlich auch wieder ein Anreizsystem für Studierende geben muss, das tatsächlich zu machen. Für mich ist Students as Partners aber auch als Lehrende in meinen Veranstaltungen, dass ich jedes Mal in jeder Veranstaltung, in jedem neuen Semester hingehen muss und mit meinen Studierenden einen gemeinsamen geteilten Wertekonsens erarbeiten muss. Was wollen wir? Wo wollt ihr hin? Und es muss nicht jeder der Superplayer sein. Für mich ist es auch völlig okay, wenn meine Studis sagen, ich will hier die Minimallösung, ne? Ich brauche dieses Modul nur bestehen. Dann ist es auch okay. Aber wir müssen das klären und wenn wir das geklärt haben, müssen wir tatsächlich auch gemeinsam geteilte Lehr-Lernziele formulieren. Und für mich ist Students as Partners ganz wichtig, weil es ein Ansatz ist, um Studierende zu mehr Selbststudium anzuleiten. Und wenn ich vielleicht so mal in die Ecke schaue, glaube ich, das ist nicht nur ein Problem unserer Hochschule, sondern an ganz vielen Hochschulen und Universitäten in Deutschland wird das Selbststudium kaum genutzt, gehört aber in vielen Studiengängen stark mit dazu.
Und Studierende nutzen es deshalb nicht, weil sie keinen Mehrwert drin sehen. Durch den Students as Partners Ansatz, durch individuelle Schwerpunktsetzungen, durch Aktivierung und vor allem durch Rücksichtnahme auf die Vereinbarkeitslogiken, die Studierende haben, Vereinbarkeit Familie und Beruf, bei berufsbegleitenden Studierenden Vereinbarkeit Familie, Beruf und Studium. Indem ich das mit einbeziehe in ein Selbststudium und in ein Konzept für ein Selbststudium, kann ich den Studierenden eher gerecht werden. Das sind für mich die Vorteile von Students as Partners. Kommen wir zurück auf die Kritik. Kritik ist immer wichtig. Man kann Ansätze nur weiterentwickeln, wenn man die Kritik kennt. Und ich habe mal zwei Zitate mitgebracht, einmal aus der Studierenden-Ecke und einmal aus der Lehrenden-Ecke, die das Ganze widerspiegeln sollen. Die klingen erstmal subjektiv, die kamen so aber in vielfacher Form. Jetzt muss ich mal in die richtige Richtung. Genau. Wir hatten zum Beispiel Studierende, die gesagt haben, ich möchte gerne eine kurze Rückmeldung geben zum heutigen Peer-to-Peer-Teaching. Für mich ist das kein Format, das ich mir vorgestellt habe, als ich mich eingeschrieben habe. Sie sind ja nicht umsonst Professorin, also erwarte ich eigentlich, dass Sie mir das Wissen vermitteln und ich glaube auch eher Ihnen als meinen Mitstudierenden. Für mich ist das so, dass Sie sich viel Zeit damit sparen, aber auf unsere Kosten. Das war jetzt quasi eine Aussage von Studierenden, die ist jetzt nochmal sehr pointiert, das war so ziemlich das Härteste, was ich so mitbekommen habe, aber die gab es doch in vielerlei Hinsicht. Bei den Lehrenden, vielleicht kapiere ich auch, jetzt geht's genau. Bei den Lehrenden, jetzt geht's nicht weiter, kam ganz oft immer wieder diese Kritik. Sind wir doch mal ehrlich, Students as Partners ist nett gemeint, aber ich lasse mir doch nicht als Professor reinreden in das, was ich für wichtig halte. Ich kenne die Kontexte meines Fachs, ich weiß, wie ich das auch vermitteln kann. Wie gesagt, das waren keine Einzelfälle und das hat mich tatsächlich zum Nachdenken gebracht. Ich habe gedacht, okay, vielleicht stoppen wir das hier einfach. Nach wie vor war ich überzeugt von dem Ansatz, aber ich habe mir die Frage gestellt, ob der Ansatz vielleicht wirklich zu viel ist für unser deutsches Hochschulsystem. Und dann bin ich in die Analyse gegangen, wie man das einfach in der Wissenschaft auch macht und habe verschiedene Probleme identifiziert, die ich gerne mit euch teilen würde. Und vielleicht habt ihr im Chat auch Lust, noch mehr Probleme zu identifizieren. Ich glaube, das würde uns bei Students as Partners wirklich helfen. Jetzt war es eins zu viel, wir gehen nochmal zurück. Das zentrale Problem, das wir haben, ist, dass unser Bildungssystem überhaupt nicht auf ein ko-konstruktives Bildungsverständnis ausgelegt ist. Wenn man sich mal die Bildungsverläufe von Kindern bis zum Erwachsenenalter anschaut, dann sehen wir ganz deutlich, dass im Bereich der frühen Bildung und Betreuung, also in den Kitas, die pädagogischen Fachkräfte noch sehr stark auf Ko-Konstruktion abzielen. Das verliert sich dann, wir kommen dann in die Grundschule, wenn wir uns die Forschung dazu anschauen, dann macht schon einen Unterschied, ob die Kinder auf einer staatlichen oder öffentlich geförderten Grundschule sind oder ob sie auf einer privaten Grundschule mit spezifischem pädagogischem Profil sind. Da haben wir noch ein bisschen Ko-Konstruktion und wenn wir in die Sekundarstufe schauen, dann verliert sich es immer mehr. Es kommt dann auf die Lehrkräfte an, ob sie Lust dazu haben, Ko-Konstruktion zu betreiben. Im Zweifelsfall läuft es aber nach wie vor bei uns auf den Frontalunterricht raus, da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Und das heißt, es kommen Studierende an unsere Hochschulen, an unsere Universitäten, die mit Ko-Konstruktion überhaupt nichts anfangen können, die davon schlichtweg überfordert sind. Wir haben also nicht nur an den Universitäten und Hochschulen ein Problem, sondern wir müssen unser Bildungsverständnis komplett neu denken, wenn wir mündige Erwachsene haben, die auch Lust haben und keine Angst haben vor Ko-Konstruktion. Oder aber wir müssen an den Hochschulen Unterstützungssysteme etablieren, die noch mehr Zeit geben, um in diese Ko-Konstruktion hineinzukommen. Und das ist ein Punkt, der, glaube ich, für uns im BEDIRA auch ganz, ganz wichtig geworden ist. Wie können wir mehr Zeit geben? Brauchen wir vielleicht nochmal andere Unterstützungsstrukturen, um Studierende hier auch mehr mit in diesen Students as Partners Ansatz reinzubringen? Auf der Lehrendenseite ist das zentrale Problem, und da müssen wir uns, glaube ich, selbstkritisch an die Nase fassen, dass es immer noch zu viele Lehrende gibt, die an alten Professionskriterien festhalten. Alte Professionskriterien sind Status, Haltung und vor allem auch Macht. Und Macht wird über Hierarchien demonstriert. Also noch immer diese Rolle des Lehrenden, der Wissen ausschüttet über die Lernenden.
Wir könnten aber im Sinne neuerer Machttheorien Macht ja auch mal als Ressource definieren, und zwar Ressource in der Weitergabe von Wissen. Das heißt, ich kann mächtig sein, wenn ich mein Wissen in verschiedenen Lehr-Lernformaten weitergebe und es schaffe, die Studierenden dementsprechend zu aktivieren. Aber auch hierfür braucht es eine veränderte Haltung. Es braucht ein Glauben an diese Zweiseitigkeit der Wissensvermittlung, und die ist bei uns noch zu wenig gegeben. Abgesehen davon haben wir erst seit wenigen Jahren Projektförderungen zur Erarbeitung neuer Lehr-Lernformate und dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, in den Hochschulen, in den Haushalten gibt es zu wenig Ressourcen, um Anreizsysteme zu schaffen für das Erarbeiten neuer Lehr-Lernformate. Wir erleben es oft, dass Forschung sehr stark gefördert wird, aber die Didaktik und auch die Anreizsysteme für didaktische Weiterbildung oder zur Erarbeitung von Innovationen sind in Hochschulen und Universitäten oft wenig vorgesehen. Corona hätte jetzt ja der Motor sein können, um tatsächlich das Ganze weiterzuentwickeln. Das war tatsächlich auch meine große Hoffnung. Ich guck mal, ob es jetzt geht. Momentan klickt sich noch nichts. Doch, genau. Denn wir waren ja alle vor der gleichen Herausforderung gestanden. Wir waren alle vor der Herausforderung Online-Lehre gestanden. Wenige Lehrende hatten tatsächlich die Digital Skills, die wir gebraucht hätten. Und wir hätten jetzt Students as Partners gut leben können. Wir hätten die Studierenden mit ihren Skills nämlich einbeziehen können. Und wir hätten neue Lehr-Lernformate kreieren lassen können. Wenn wir uns die Evaluationen mal anschauen, nicht nur in unserer Hochschule, sondern auch in anderen, ist aber das passiert, was hier in der Mitte von der Folie steht. Es gab eine Flut von hochgeladenen Dateien, es gab eine Flut von Selbstlernaufgaben, es gab Aufgaben, zu denen es kein Feedback gab. In den großen Tageszeitungen haben wir diskutiert über die schwarzen Kacheln und den fehlenden Respekt der Studierenden. Und insgesamt gab es eine steigende Unzufriedenheit von Lehrenden und Studierenden mit der Online-Lehre. Und auch darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Warum ist es denn so weit gekommen? Und auch dafür gibt es eigentlich aus meiner Sicht einen ganz, ganz einfachen Schlüssel. Denn das, was wir in der Präsenzlehre nicht aufgebaut haben, wenn wir es in der Präsenzlehre nicht schaffen, Co-Konstruktion herzustellen, werden wir das in der Online-Lehre erst recht nicht schaffen. Denn die digitale Lehre braucht noch viel mehr Keys als die, die wir in unserem Video gezeigt haben zu Students as Partners. Dieses Shared Responsibility braucht noch ganz viel mehr Vertrauen, ein sich aufeinander verlassen können, ein Wissen, wie die Rollenerwartungen sind und ob man denn überhaupt in unterschiedliche Rollen schlüpfen kann und darf. Das heißt, wir müssen anfangen, unsere Präsenzlehre viel mehr zu reflektieren und zu gucken, gibt es da denn überhaupt Formate, die Students as Partners in der Lehre zulassen? Und dann können wir uns Gedanken machen über den digitalen Raum. Aber es wird aus meiner Sicht nicht umgekehrt funktionieren. Ich habe schon gesagt, wir haben Strategien entwickelt in Bedira, damit jetzt umzugehen und auch diese Vorbehalte gegen Students as Partners sukzessive abzubauen. Ihr seht hier auf der Folie links unseren Think Tank, über den habe ich schon erzählt, auch über das Testlabor. Es braucht aber auch Multiplikatorinnen auf der lehrenden Ebene. Wir haben das gemacht, indem wir ein erweitertes Projektteam geschaffen haben mit Lehrenden aus den verschiedenen Studiengängen, die für uns jetzt quasi in die Studiengänge hineingehen und versuchen eben als Multiplikatorinnen für Students as Partners in der Lehre aufzutreten. Also wir bedienen hiermit die Stufe der Lehre und wir treffen uns hier, wir sind ja ein digitales Projekt, natürlich auch im digitalen Raum und probieren hier unterschiedlichste Plattformen aus, die tatsächlich auch den Lernenden viel Spaß machen. Das Wichtigste, was wir, glaube ich, geschafft haben, ist tatsächlich dieses studentische Testlabor. Das habe ich hier auf der Folie nochmal ausführlich beschrieben. Da würde ich jetzt gar nicht mehr so drauf eingehen, weil ich ja schon einiges dazu gesagt habe. Wichtig ist nur die Erfahrung, die wir jetzt machen. Am Anfang kamen tatsächlich vor allem Studierende zu diesem Testlabor. Jetzt werden es immer mehr Lehrende, die tatsächlich angetan sind von der Professionalität der Studierenden, wie sie hier ihr Wissen weitergeben. Dieses Testlabor wird mehr und mehr nachgefragt und ist gleichzeitig ein Raum, um tatsächlich etablierte Hierarchien aufzubrechen.
In der Lehre, wie gesagt, muss man sich selber reflektieren. Deshalb habe ich bei mir auch angefangen. Ich versuche, mit gutem Beispiel voranzugehen in der Co-Konstruktion und habe meine Veranstaltungen systematisch umgeordnet. Ich stelle jetzt bewusst das Bildungssystem auf den Kopf. Ich habe meine Einführung in die Philosophie umgearbeitet. Das ist jetzt der sogenannte aristotelische Abendspaziergang. Wir treffen uns tatsächlich zum Spazieren und machen so die Einführung in die Philosophie. Der Clou bei Students as Partners ist, die Studierenden geben vor, welche philosophischen Strömungen sie diskutieren möchten. Sie kriegen von mir aber immer die Aufgabe, dass sie das verknüpfen müssen mit einem Sozialraum in Dresden, zu dem diese philosophische Strömung passt. Also Jean-Jacques Rousseau, soziale Ungleichheit, und wir spazieren durch die Johannstadt als sozialen Brennpunkt. Wichtig, warum spazieren wir? Weil wir Hierarchien damit auflösen. Wir haben eben nicht mehr dieses ich stehe vorne, ihr sitzt hier, sondern wir gehen zusammen, wir wechseln in einem Rhythmus, wir sind gleichberechtigt. Students as Partners, warum? Weil die Studierenden in der Vorbereitung mit einem kollaborativen Tool, dem Padlet, vorgeben, wie stark sie sich einarbeiten. Und es ist an ihnen dann auch zu bestimmen, wie stark wir diskutieren können, wie stark wir diskursiv einsteigen können. So, ich gucke mal, ob die Folie noch weiter will. Ich denke, was total wichtig ist, ist, dass man alle Vorbehalte gegenüber dem Students as Partners Ansatz wahrnimmt, niemals abschmettert, sondern wirklich geeignete Lösungswege erarbeitet, und damit sind wir beschäftigt im BIDIRA-Team. Ich habe hier nochmal die zentralen Vorbehalte unserer Studierenden und der Lehrenden aufgeschrieben. Und ich glaube, ein Punkt ist ganz wichtig auf der Studierendenseite. Studierende sind hoch irritiert, wenn sie in Vorlesungen, in Seminare kommen, wo Students as Partners gelebt wird, wo also dieser co-konstruktive Ansatz gelebt wird. Und dann gehen sie noch am selben Tag zu jemandem, der ein total hierarchisches Bildungsverständnis hat und quasi dieses Überschütten mit Wissen macht und die Studierenden auch wenig mitdiskutieren lässt. Das bringt die Studierenden wirklich in die Situation, dass sie sagen, wir wissen uns nicht, wie wir uns dann verhalten sollen. Was wird denn jetzt eigentlich an der Hochschule gelebt? Ich habe dafür auch noch keinen Königsweg. Vielleicht hat jemand anders von euch den. Aber ich glaube, wir können nur Schritt für Schritt versuchen, eben dieses Bildungsverständnis auf die gesamte Hochschule auszuweiten. Peer-to-Peer ist ein Ansatz im Students as Partners. Das heißt eben, Studierende schlüpfen in die Rolle von Lehrenden, geben ihr Wissen weiter. Wir haben viele berufsbegleitende Studiengänge, wo dieses Wissen wirklich vorhanden ist und wo man es nutzen und aktivieren muss. Man muss aber hier auch die Befürchtung der Studierenden ernst nehmen, dass das vielleicht nur ein Halbwissen ist. Und wo ist jetzt das Wissen der Dozierenden? Die Rolle der Dozierenden im Students as Partners Ansatz ist eine moderierende Rolle. Ja? Die ist nicht weg. Ich bin immer da. Ich muss eigentlich noch viel mehr vorbereiten als sonst für frühere Lehrveranstaltungen. Aber ich gehe nur moderierend, vermittelnd rein und ich leite sie an, mehr Wissen zu erwerben. Vorbehalte der Lehrenden, hoher Zeitaufwand, hoher Flexibilitätsbedarf, geringe Steuerungsmöglichkeiten. Ja, der Zeitaufwand ist hoch, aber der Outcome ist auch ein entsprechender. Also wir haben Studierende, die in der Lage sind, als professionell agierende Fachkräfte in ihre Berufsfelder zu gehen. Und das wollen wir ja auch tatsächlich. Hoher Flexibilitätsbedarf ist absolut da, denn ich weiß nicht, wie der Weg tatsächlich werden wird. Ich muss mich darauf einlassen, ich muss flexibel agieren. Steuerungsmöglichkeiten sind zu jeder Zeit gegeben, aber es ist keine hierarchische Steuerung mehr, sondern ich muss diese Steuerungsindikatoren zusammen mit meinen Studierenden vereinbaren und festlegen. Meine große Sorge will ich am Ende nicht verhehlen, und vielleicht habt ihr die ja auch, wenn ihr euch mit Students as Partners oder mit anderen partizipativen Formen beschäftigt habt. Ich mache mir schon Gedanken, wie wir denn solche Ansätze jenseits von Projektförderungen eigentlich in der Zukunft verstetigen wollen. Denn wie gesagt, in den Ministerien gibt es aus meiner Sicht bisher nur sehr geringe Debatten, dass die Haushalte der Hochschulen und der Universitäten anders ausgestattet werden müssten und dass hier ein Umdenken erfolgen muss, dass wir das Bildungssystem auf den Kopf stellen müssen. Und wenn wir diese Projektförderungen irgendwann nicht mehr haben, wenn die auslaufen, dann ist die Frage, war das jetzt ein schönes Moment,
ein 2 bis 3 Jahre dauerndes Moment, von dem einige Studierende profitiert haben, und ist es damit verloren gegangen. Und wenn es verloren geht, geht natürlich auch sehr, sehr viel Wissen verloren. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die Diskussion. Wunderbar, vielen Dank. Wir werden wahrscheinlich zeitlich nur noch eine Frage schaffen, aber Sie können sich ja da mal online noch dazuschalten. Wie sind eure Erfahrungen, wie gut das Konzept in verschiedenen Fachbereichen und auch in den Erfahrungsstufen der Studierenden funktioniert? Ja, also wir haben ja vor allem soziale, personenbezogene Studiengänge. Da kann ich sagen, da gibt es keine großen Unterschiede. Ne? Das müsste man jetzt tatsächlich mal sich austauschen mit jemandem, der es vielleicht im technischen Bereich gemacht hat oder in naturwissenschaftlich anderen Bereichen. Das wäre nochmal spannend. Was ich tatsächlich sehe, ist, dass die Studierenden, die direkt von der Schule ins Studium kommen, fast größere Berührungsschwierigkeiten mit ko-konstruktivem Bildungsverständnis haben als Erwachsene, die in berufsbegleitenden Studiengängen unterwegs sind, weil die tatsächlich so in dieses Machen, in dieses Doing hineinkommen und auch schon ihre eigene Haltung dazu erarbeitet haben. Das heißt, da gibt es Diskussionen und die sind gut, aber die machen es tatsächlich. Und die Vorbehalte sind tatsächlich eher bei den jüngeren Studierenden da. Ja, spannend. Jetzt befürchte ich, die nächste Frage schaffen wir leider. Eine dürfen wir noch. Okay, super. Wie haben Ihre Studierenden auf den aristotelischen Abendspaziergang reagiert? Wie war das Feedback dazu? Ja, wir sind jetzt bisher 2-mal spaziert. Das Semester ist ja noch relativ frisch. Das Feedback ist total gut. Also wir treffen uns immer im Hof der Hochschule und mittlerweile kommen also auch andere mit dazu und fragen, ob sie mitspazieren dürfen. Das geht jetzt natürlich nicht, weil die Anmeldung für die Veranstaltung ja eigentlich auch geschlossen ist. Aber das zieht weite Kreise. Also einfach dieses Spazieren, dieses Strukturieren, wir dokumentieren das natürlich auch immer. Das sorgt für viel Wirbel und ich glaube, wir werden mehr Veranstaltungen neu konzipieren. Sehr schön. Spannend, spannend. Und es wäre super, wenn Sie diese Fragen, die es jetzt hier noch gibt, vielleicht anschließend noch beantworten könnten. Sehr gerne. Dankeschön. Genau. Vielen Dank.